fördern oder so. Die Musik? Ja, toll, ey. Mir gefällt die Musik. Wie lange läuft die denn noch? Kann ich noch eine Weile. Mir gefällt die Platzierung nicht. Ja, ach, ich bin typisch letzter, also passt schon. Weil das Auto mal wieder Dinge macht, die sehr interessant waren. Ich weiß jetzt schon, zum Ende hören wir Dennis dann gleich wieder nicht. Also Leute, bei Dennis Video freut euch, wenn ihr ihn jetzt noch hören könnt. Zum Ende des Videos ist dann Totenstille. Ja, bei Stevie, du bist gemein. Ich weiß. Bei HP 2 nicht. Aber hab ich gelogen, Jonas? Nein. Need for Speed 4 ist aber echt frustrierend. Moment. Das Schlimme ist, dass ich oft recht habe, was ich sage. Musik, endest du jetzt mal. Danke. Ich komme besser in der Schikane durch als Tomete und Tomete bleibt trotzdem vorne. Ach, verdammt. Alter, keine Chance mehr wegen einem Einscheißfehler. Quicko slidet. Ein Fehler kann man das nicht mal nennen, das Auto hat. Aua! Ist halt sonst nicht tut. Ja, ich hab die Abkürzung schlecht genommen. Scheiße. Was ich tun sollte, sagen wir es mal so. Oh, Gott, das ist so. Ich hab die Abkürzung blöd genommen. Hab mich gedreht. Mensch, das was, war Demo nur Vierter? Ja, ein Fehler. Und geh von der Wand weg! So. Hör auf zu untersteuern, was soll das denn? Es wird aber sehr knapp hier, ne? Zwischen allen. Außer Kirsch natürlich. Der muss sich nö, wird es nicht. Ihr dürft jetzt auf mich warten noch. Jetzt bin ich Fünfter hier. Hör auch am besten schon langsam. Ich fahr nur noch mit Halbgas. Katastrophe. Immer schlechter hier. Ich bin übrigens nur noch Halbgas zum Schluss gefahren. Ja, so ging's mir letztes Mal auch. Ich werd sowieso letzter, also kann ich grundsätzlich mit Halbgas ruhig fahren. Du willst den Renntag in die Länge ziehen, ich verstehe. Wieso hat mich eigentlich nichts im Hintergrund gehört, dass er sagt, irgendwas bei mir eingetragen wird, obwohl es offen ist? Ach Mensch, ey. Als nächstes haben wir den Lambo. Diablo VT, also nicht den, der jetzt kommt. Also nicht den, der in der Liste ist. Doch. VT, Diablo VT, ja. Ach, der ist dann auch mit bei. Diablo ist dann auch mit bei. Eben gerade war der Murcia Lago noch in der. Achso, nee. Ist klar. Ja, jetzt hab ich ihn auch gesehen. Blind. Blind und blöd. So, brauchst du eine Brille oder so? Ja. Wieso glaub ich dir dazu? Fahr da mal Halbgas, ne? Weil ihr sollt ja an mir vorbeifahren. Weil da immer dieses VT nicht steht, deswegen hab ich das übersehen. Das suche ich im normalen Modus auch immer. Wow. Wow, nicht so rutschen. Aber da überholt mich der Nächste. Am März das 5 Lauf voll auch nicht bei Karre, mir. Karre, was machst du? Oh mal schlechter. Ach ja, warte. Hier, da. Oh Gott. Bin dann jetzt Letzter, so wie es sein muss. Umgefahren. Oh Gott, spring dieses komisches Auto. Du bist das sehr unglücklich gesamt, ja. Da hattest du mir das Pech gehabt. Mann. Mitte da vorne. Hatten wir beim Üben noch vorhin, um die Stelle da nicht so zu nehmen. Ja, das ist manchmal ein bisschen scheiße. Warte, hier, ich bremse schon. So. Das ging gut. Ja, Karre, klar. Dreh dich einfach ein. Mitten einfach so in der normalen Kurve. Logisch. Muss ich nicht verstehen. Oh nein. Ja. So. Mitten einfach in einer Kurve. Wollte die Karre einfach mal sagen, ich dreh mich jetzt einfach. Und deswegen habe ich einfach auf 0 km/h gebremst und bin stehen geblieben.
Bibi, denn du fährst mit dem Auto, nicht das Auto mit dir sozusagen. Ich weiß, und ich zwinge es gerade, letzter zu sein, weil es ja so sein muss. Achso, aber den Random Jump im Tunnel bei der ersten Strecke fand ich echt komisch. Aber ich glaube, das hat Kirsche auch verwehrt. Ach, Tomete, ich war kurz vor ihm, ich bin abgebremst, damit er vorbeifahren kann. Weil Kirsche war dadurch auch gegen die Wand geklatscht. Ja, nicht dadurch, aber ja. Wieder ja, so ganz komisch hat er da Bodenkontakt verloren an dem Tunnel, das hat mich extrem gewundert, das dürfte eigentlich gar nicht sein. Das war merkwürdig. Ja gut, das ist ja nicht Gravitation 300. ja, aber das habe ich bisher noch bei keinem Auto erlebt, außer bei, jetzt bei dem 550 Baketta. Der springt sowieso sehr oft, finde ich, das ist ein ganz komisches Auto, ja. Ja gut, der CLK ist was anderes. Aber bei dem war das ja völlig random. Naja. Der Baketta ist eh nicht mein Lieblingsauto. Der Fuß ist ja merkwürdig, ja. Oh. Das war eine Spitzlinie. Ja, das war's. Tschüss. Hab ja das Heck berührt und hab natürlich eine Drehung gemacht. Komm und trotzdem nicht hinterher, keine Chance. Das rennt ich ja mal besser. Da hätten sie gedacht. Jetzt habe ich hier Platz 5 abonniert heute. Kurz vor der Ziellinie, so ein Mistkirsche. Aber so kann's kommen. Oh Mensch, krieg ich Diebs dann noch hier? Ah, Scheiße. Nee. Na, wie ist es so, auf mich warten zu müssen, auf den Noob? Ach, Mann, ey, ich komme mir nie hinterher, ey. Ich hab meine, ist es halt so, wie es ist? Ich hab auch gesagt, in der nächsten Season bin ich raus. Ja, wir brauchen wirklich eine zweite Gruppe, ey. Ja, für mich ist das die letzte Season in Verbanning Racers. Steve beschwert sich, ich bin zu frustriert, ist aber selber frustriert. Du, ich bin durchgehend letzter und deswegen erzwinge ich es auch in diesem Renntag heute. Obwohl ich verstehen kann, dass es... Ist halt wirklich kacke, aber man, Need for Speed 4 ist so frustrierend gewesen in den letzten Wochen. So, okay. Naja, das, was ich nachgefahren bin, lief ja wesentlich besser als heute. Okay, naja. Wein Country haben wir jetzt. 5 Runden, die ich auf Halbgas fahren kann. Cool! Haben wir jetzt 5 Runden? Jetzt haben wir 5 Runden. Dann gehe ich vorher noch mal auf Toilette. Und das fahren wir mit dem Aston Martin Vanquish. Für mich ist jede Karre scheiße, weil ich immer letzter bin. Also Vettels neues Dienstfahrzeug. Oh, habe ich jetzt alles richtig oder habe ich alles richtig? Ist das richtig? So oder ist das noch offen? Ist noch offen. Okay. Aber es ist ja nicht unwahrscheinlich, ne? Also von daher. Wir müssen auf Tomate warten, ne? Das wisst ihr, ja? Ja, aber ich kann mir ja derweil schon mal eine ganz tolle Farbe aussuchen für den. Die sind aber alle hässlich außer blau. Wieso gibt's denn nicht in pink, ey? Ja, eben kein Camouflage. Pink. Wir sind übrigens, wir sind schon beim 8. Rennen insgesamt von der ganzen Season, ne? Ach, ich fahr die mal in Kackebraun. Wir sind bald durch! Das ist ja. Ich hab das helle, oder ich hab diese dunkle Grün. Ich nehm das Grün, ja, ist ja erst Markenfarbe. Ich mein, das Braun, das sieht ja wirklich verwechselnd ähnlich wie Kackebraun, also. Aber dann muss ich's auswählen, weil. So. Na, mal sehen, was in dem Rennen jetzt so läuft. Jetzt kann ich wohl die 5 bei mir in die Thumbnails reinmachen. Ich weiß es schon, Diebster. Ich weiß, wie es wird. Bei mir. Ach ja. Also ich vielleicht brauche wirklich eine zweite Gruppe. Wählen. Ach, Tomito ist ja da. Okay. Ja. Ja. Der Ohne. Er wollte auf Platz 1 starten, vor allen anderen. Er hat sich nicht angekündigt. Er hätte eigentlich vorher klicken müssen. Er startet nämlich nicht auf 1. Wundert, dass ich auf Platz 4 starte, obwohl ich ja eigentlich... Du hast als 4. Klasse Auto ausgesucht. Ja, es kam mir aber vorher, die Zeit ist wesentlich später gemacht, das ist der Punkt. Achso, ja, also davor, dass es nicht später war. Na, oh, mal. Ich hab nicht. Hast du falsche Reifen oder fährst du richtig scheiße? Ja,
Ich fahr so scheiße. Nein, ich bin auf Platz 7, deswegen. Noch, glaub's mir, noch. Deswegen hab ich jetzt, gerade Eddie gesagt hier. Wieso, das sagst du einem Noob, der nichts kann, dass ich anstrengen soll? Wenn du diese Einstellung schon hast, wundert mich nicht. Wenn du nichts kannst, warum unterstehen kannst, dann kannst ja, du nichts. Ja, aber ich dauerhaft. Gibt ja. es doch in AP2 gar nicht! Können wir die einbauen? Gerne für dein Auto. Grünes Auto passt. Ja, man kann auch irgendwie die Farben modden, dann kann man auch bestimmt was Gelbes machen. Ups! Modifizierte Strecke, Jonas. Ja, wir sind ich abgeflogen. Hab einen Fehler gemacht, jetzt bin ich Letzte. Ach man. Gib's da, mach nochmal einen Fehler, damit Steve nicht Letzte ist. Nein. Larity, mach mal einen Fehler, damit ich nicht Fünfter werden. Das kann ich ändern, Kilometer. Grundsätzlich nicht. Aber gut, welche nein, 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 oh Mann! Gibt's ja. eigentlich irgendein Rennspiel, was mir liegt? Ich hab bis jetzt keins. Oh, jetzt bin ich. Jetzt ich mag Rennspiel, aber mir liegt keins. Ist geil. Ja, Steve, jetzt fahr ich mit dir ein bisschen mit hier hinten. Nicht springen, Auto. Du kriegst mich kann noch. Kann man eigentlich Spaß an Rennspielen haben, wenn kein Rennspiel mehr liegt? Naja. Weil die KI sind, ganz einfach. Weil trotzdem liegt weil die KI noch schlechter ist. Weil die KI noch schlechter ist, deswegen. Ich hab Spaß reinspielen. Ja, die KI. Hipster, du kamst mir nah, aber leider wollte meine Karre sich fast eindrehen. Oh nein, und da hab ich dann über die Wand die Abkürzung, ich Idiot. Damit er sich nicht dreht. Auch wieder nicht. Was wolltest du also schon tschüss, wieder beim Hipster. Felix fahren, oder was? Ja, natürlich. Nee, die Sport. Da hast nichts verpasst. Du musst den anderen Weg aber auch richtig fahren, damit das bringt. Die Abkürzung fahre ich grundsätzlich nicht. Ich kapiere nicht, wenn du mit langsamem Auto fahrst, geht die ein ganz gut. Ja, die ist eigentlich gut. Meine Erfahrung, wenn du da mit Platz 5 Fahrzeug fahren, mit so wie Elise oder Kiesa oder so. Also zumindest für mich, aber. Mit Klasse 5 ist von der richtigen Seite genommen ist okay. Ja. Klasse 5, wir fahren aber Klasse 2. Ja, ja. Wer auch immer hinter mir ist, bleibt da. Kann nur Diebstahl sein! Jetzt hab ich noch einen Kackebraun hinten wieder in Rot, weil keine Ahnung, was das gerade ist, was ich da aus dem Augenwinkel sehe. Mach jetzt den Lord! Mach jetzt den Lord in Rufe! Ach, meine Fresse! Wobei, eigentlich macht Sinn, dass es Diebstahl ist, weil dass ich, klar, weil ich ja Letzter bin, also passt das! Ja, also, Diebstahl ist ja wer, der ist ab und zu noch schlechter als ich irgendwie, aber... Ja, aber manchmal. Nicht so schlecht wie bei ich Kirsch in AP2. Weiß ich's nicht, und bei Larity, naja... Der scheint recht weiß, wo der mir heute ist. Der auf dem dritten oder vierten ab, I don't know. Der ist vierter, ja. Und ich werde gar nicht erwähnt, wie nett. Der Jonas ist immer... Du bist egal! Du bist immer der ewige Zweite. Der Jonas ist sowieso auch besser als ich, also... Der weißt du, Jonas hier... Bei endlich mal wieder ein Rennen her, du Mete! Letztes Mal Jonas, war es viel langweilig, alleine zu fahren. Jonas, bei dir ist so krass, bei dir ist es so, da muss man nicht drüber reden. Ja, Jonas ist sowieso... Also besser als Jonas zu fahren, das ist glaube ich relativ utopisch. Da kommt der Kirsche wieder aus sich heraus. Aber Lerucci kommt hier dicht an dich ran, muss ich schon sagen. Ja, der fährt auch nicht schlecht, das ist mir bei Need for Speed 4 schon aufgefallen. Können wir eigentlich auch mal irgendwann mal schlechtere Fahrer ranholen, als man nur ja, wer auch dafür für eine zweite Gruppe. Also wirklich, so langsam wir können wir nervt mitfahren. Mich das. Wir haben Kirsche bekommen. Bester Fahrer. Wir haben Liberty bekommen. Guter Fahrer. Kriegen wir auch mal Scheißfahrer? Oh Mann, das haben wir genau. Scheiße, ja. Need for Speed 4. So gesehen passt das doch. Ja, aber nicht in den anderen, aber nicht in der AP2, Mann. Ja, eine Woche bin ich gut und zwei Wochen bin ich schlecht. Mich nervt es durchgehend, in HP2 Letzter zu sein. Das Ding ist, das ist nur eine Frage der Zeit, bis sich das ändert bei dir. Dann bist du auch in allen Spielen gut. Ich hab keinen Bock mehr, in HP2 durchgehend Letzter zu sein. Das frustriert! Was hätte ich denn eine Zeit lang in Nice 2 sagen sollen? Wir haben jetzt HP2 Musik im Radio. Das ist richtig, erinnert das ist sogar jetzt der beste aus dem Spiel. Ja, das meinst du. Ja, aber Kurs auf Nature ist noch geiler. Die Musik vorbei, glaube ich. Ja, die ja, Musik passt da gut rein. Diese Musik ja, passt jetzt gut in das Spiel, nicht? Oh! Und. Oh. Ja, das ist, Also so, ich frag mich so manchmal bei manchen Liedern so... Ja! Das ist keine Frage. Das ist das, Episode 3 Outro von... Ich hab mich eher gefragt, warum meine Karre so rutschen musste, dass ich an der Kante hängen blieb.
warum ja, ich so rutschen ja ein bisschen, musste. Jetzt wird's ja ein bisschen gitarriger. Es ist ja zumindest die Gitarrenversion. Ach ja. Ich hab keinen Bock mehr. Schenkt mir hier aber auch echt nichts irgendwie. Nee, du mir auch nicht. Aber immerhin mal ein Rennen, ey. Letztes Mal bin ich da gemeinsam auf vorletzte Passung gefahren, ne. Das war ziemlich langweilig. Da kannst du nichts machen. Deswegen freue ich mich, dass du hinter mir bist direkt und mir ein bisschen Druck machst. Das ist ein bisschen spannender. Der fährt einem so weg, da kannst du nichts machen. Aber ihr fahrt mir alle weg. Der fährt mir ja nicht komplett weg, aber ich komme halt auch nicht ran. Oh, ja, jetzt fehlt noch Lord und dann hätten wir hier richtig Action hier. Jetzt ist Kirsch jetzt recht weg, der Wagen ist sowas von scheiße geflogen. Das ist so ein richtiger Gummidiebster hier. Finde ich die Kurve auch scheiße. Oh. Wieder dran? Die Kurve habe ich gerade gut genommen. Einmal kurz gedriftet und so bist du hinter mir. Ich habe nur gedriftet, deswegen liegt da wieder nichts. Einfach das, was ich tun kann. Oh. Ja, die Kurve habe ich wieder scheiße genommen, jetzt ja, so, die ein bisschen wieder auf. Ich die wieder an die nächste Krieger auch nie und nicht gekriegt, ja, super. Bin wieder dagegen gefahren. Ein bisschen Action her. Abkürzung, aha. Ja, klar. Ja. Hat dir bis was gebracht. Yay, nochmal ja, drehen. Ja, ich bin an dir dran. Ja. Weil es so cool ist, sich nochmal zu drehen. Ja! Los, los, kurz. Ja, gleich habe ich sie ja. Gibt's nicht. Also selbst wenn ich die geübt hätte, ich hätte Kirsche trotzdem nicht gekriegt. Selbst wenn ich sie geübt hätte. Ey, das ist mir jetzt. Und ich fahr dir echt fast gleich, das ist nicht zu glauben. Ja, das ist. Das macht mir mehr Spaß. Auch wenn es um Platz 5 geht hier. Mein Racing. Also bei Spaß? Was ist das? Wird wahrscheinlich. Ja, nochmal resetten! Kirsche, die meine führt, da werde ich nichts gegen machen können. Da komme ich spielmäßig nicht hin. Oder ist das pro Spiel? Ne, pro Spiel immer. Oh, das hilft dir natürlich. Ja, HP2 wirst du führen. Nur diese Saison natürlich. Diese nicht mehr, Saison, da sind ja sowieso nur 4 Rennen, die ja mitgefahren ist. Das, ja, das reicht doch. Oh, halt aber einer. Überrunden, naja. Oh, gibst du überholt? Also holt ihr schon wieder auf, das geht nicht. Ja, aber ich hab an den Passagen gelaufen, jetzt recht, ne? Bin ich jetzt zu viel Zeit. Aber es ist auf jeden Fall interessant hier. Ja. Was ist denn interessant? Das, Das was ich nicht und mir hier. Das was ich nicht sehe. Wer was du? Ich sehe nur dieses Dorferkarte. Ja, ich sehe. Hinter mir ist einer ganz weit weg gewesen, Stevie, glaube ich. Eben besser gekriegt jetzt. Ich habe mir inzwischen den Tab-Knopf aufs Lenkrad gelegt, dann kann man gucken, wer wo ist. Ja, das ist bei Need for Speed 4 wesentlich besser gemacht. Hört mal die Abstände auf, ne? Weiß man auch, wer wo ist. Die Rotre, wo bist du auf einmal? Jo, genau. Puh, mein Kirsche fährt mir davon. Echt nicht mehr mit mir. Ich hab zwar auch Fahrfehler drin gehabt, aber trotzdem. Der ist so viel besser. Crazy. Hat man am Anfang gemerkt, das könnte ich von mir auch mal behaupten. Du hattest erst Probleme. Wurde es dann immer besser, als gemerkt. Meine Fresse, Alter! Ja, wir haben immer Bestzeit gefahren. Ach Mensch, das kann doch nicht die Möglichkeit sein hier. Wie liegt der Rundenzeit pro Meter? 2,27. Ja, wo du okay. nicht bist. Habe ich jetzt ein bisschen auf, habe ich jetzt ein bisschen ausgebaut. 2,25 habe ich jetzt. Die Rundenzeit von Kirsche nachher. Bestimmt wieder 2 Sekunden besser. Ah, ich sehe wen anders.
Aber nur kurz, ging ganz weit weg auf der anderen Seite. Dieser Buch hier. Es ist wahrscheinlich, dass es Larity ist, ja. Ja. Den kriege ich aber auch nicht mehr. So, Larity ist vierter. Ist von auszugehen, ja. Ja, ja. Geht bei mir auch auf vier. Den kriege ich auch nicht, der ist auch zu weit weg. Ja, das ist übergeflogen. Das ist schön, dass das Auto das endlich mal gepackt hat. Oh ne, die Kurve habe ich scheiße genommen. Jetzt ist ein bisschen weiter weg, ja. Das lief ja mal komplett beschissen. Was ist denn der Pace, ey? Meine Güte! Du bist ja verbacht, du bist genauso schlimm wie Maya damals. Oh Gott. Da kommst du nicht ran. Fuck, fängst dein Auto um. Zum Glück Collision auf. Ey, ey, ey. Das kann ich mich nicht. Jetzt entferne ich mich doch ein bisschen zum Meter. Ja. Dennis, ich hasse mein Lenkrad. Wieso? Der hat sich Schmied auf 900 Grad gestellt, eben gerade in der letzten Runde. Was? Hat was mit dem Spiel, mit einem Rennen? Und schon ist er wieder auf, weiß ich wie viel Grad hier. Hast ja, auf du denn mit deinem Scheißproblem mit dem Profiler? Ich weiß es nicht. Oh nee, schon wieder. Nicht mal ich hab die Probleme und wir haben beide das gleiche Lenkrad. Das ist ja mal ganz ehrlich. Ist ja komisch, dass sich das von alleine verstellt. Was ist das denn? Wer auch wieder Spiel noch blinken sehen auf dem zweiten Monitor, als ob der sich aktualisiert hat. Aber im Rennen ist krass. Das ist ja krass, beides ja. Ein und dasselbe scheiß Lenkrad. Ach, ja. Wieder 5. Aber war gutes Rennometer. Ich muss noch mal kurz Ivi gleich kommen. So, wenn wir da durch sind, hab ich raus. Der kommt halt noch. Wo bist denn du? Da wo der Noob ist, noch sehr weit entfernt. Derjenige, der bald auf The Running Masters raus ist, vielleicht auch noch schon heute. Ach. Doch, das meine ich mein Ernst. Ach, wir suchen hier und was du nur sagst, ist mir sowieso relativ. Kriegen wir in der entsprechenden Gruppe zusammen, dann wird das gut. Ivi, du brauchst nicht auf uns sauer sein, wir können dafür nicht. Ach, sei jetzt ruhig. Ist mal gut. Krieg ich dich gleich vom TS, wenn du weiter so rummeckerst. Genau, wir fahren ab sofort alle Tasse 5 und Ivi kriegt Tasse 1 auch so. Was für eine Rundenzeit ist das? Nein, sowieso aus dem Test. 2:17, tatsächlich, 2 Sekunden, ich wusste es, 2 Sekunden. Ja, nicht ganz. Alter! Crazy! Oh, und die letzte Runde war echt schön, dann am Ende aber nochmal die Wand gefahren, das ist ja. Ey, das. Jonas, warum ist Jonas Alter. Raus? Wegen seinem Lenkrad. Lenkeinschlag. So. Im Lenkrad durch den Terror. Guck mal, ob ich ihn kicken will. Alter! Ja, Stevie, kann ich auch verstehen, ey, mal Niederlage ist mal scheiße. Hast du es auch immer hinterher zu fahren, ne? Ganz ehrlich, einfach weiterfahren. Bei mir war es bei Nice 2 am Anfang auch so. Du, Steve fährt auch, glaube ich, schon eine Weile mit, glaube ich, ne? War die letzte Saison auch schon dabei, irgendwie? Jutta? Die war letzte Saison auch schon dabei, glaube ich, oder? So, ja, Steve war letzte Saison auch schon hier. So, wir fahren den Spider-Man. Spider-Man. So, welchen fahren wir denn? Den Spider-Man. Das sind Jonathan The Watch Eiser, okay. Bin alle drin schon drauf. Spider-Man. Dann hoffen wir mal, dass der Lenkrad diesmal nicht abkackt. Ich weiß es nicht, was das ist. Ja, wie immer ist das Rennen zu kurz, dass das passiert. Wer weiß. Aber eben gerade genau in der letzten Runde auf einmal, zack, hör. Das ist automatisch verstellt, das ist natürlich richtig merkwürdig. Ja, das ist natürlich richtig bitter. Alle Auto wählen, bitte. Irgendeiner hat das Auto noch nicht. Aha. Ah, hier ist die von hinten fahren. Und alle überholen. Er sucht eine Herausforderung, glaube ich. Ja. Ist alles schon so easy hier. Deswegen, Stevie geht am besten auch 10 Sekunden Vorsprung demnächst. Da fährt als erstes los und wir kommen später noch. Das war eine Driftroutine. Das war schlecht. Natürlich spannend zu fahren, wenn man nicht geübt hat. Was ist jetzt los, Auto? Was zur... Was ist los, okay. Dennis? Ach, ich weiß auch nicht. Der hat sich random weggedreht. Einfach völlig random.
Dann bin ich jetzt wohl wieder Vierter oder noch. Dachte, der hätte jetzt sofort verstellt, wie wenn wir hier. Nee. Paar Fehler Deluxe. Mein Auto hat sich weggedreht. Ich bin wieder Zweiter. Er braucht nur eine Herausforderung. Wenigstens ist die Strecke ein bisschen länger. Mir wäre es doch eigentlich lieb, wenn sie jetzt schon zu Ende wäre. Ja, mir auch, muss ich auch sagen. Da sehe ich die Das ist zwar nicht gut, aber das wäre das beste Ergebnis heute. Das war echt enttäuschend, 360 Spider. Du hast normalerweise gutes Handling. Man dreht er sich. Nein! Er hupt hier! Lord! Nee, Lord ist nie da! Hirsch hat offensichtlich die Hupe entdeckt. Oh Gott! Ja. Was war das für ein Stunt? Na, vielleicht bildest du die Hupe nur ein. Ja. Dann bist Lord so doll, weißt du, dass wir Hölschen die Hupe. Ja. Du bleibst beim Gedächtnis. So einfach holt man euch aber auch nicht ein da vorne, ne? Also. Ist schon. Ja, ist schwer unter den Schatten. Der Luigi, ey, verdammt. Also, Deepstar und Co. haben wohl auch Skill gewonnen. Ah, ne. Das ging sonst nicht schneller gut, an euch. Das ging sonst schneller an euch ranzukommen. Was ist denn da los, Mann? Vielleicht bist du einfach schlechter geworden, Dennis. Ne, ich hab mal meinen Dreher gemacht, das zählt ja jetzt nicht. Ja, trotzdem hast du dich überholt, also. Da läufst du mal falsch bei mir, von wegen Skill. Hey, dann hey, Skill, dann wär ich jetzt weg gewesen. Aber leider ging ich nicht so gut. Aber die Sektion habt ihr nicht so schnell gefahren. Da konnte ja, ich aufholen. Ich hab die Abkürzung nicht gekriegt, beziehungsweise die Säule habe ich verpasst. Ah, aber das ist gefahren. Bitte schau, dass Kirsche von ganz hinten gestartet ist und erster ist. Ja, war ich ja, ist ihm schon so einfach alles. Die Strecke hätte ich üben sollen, das hätte mir ein bisschen was gebracht. Aber was soll's. Ja, die Strecke bin ich heute noch einmal abgefahren, weil ich dachte, das wird eh nichts. Die tropischen Strecken da, die laufen ja immer relativ schlecht bei mir. Ja, weil die so lang sind wahrscheinlich auch. Die Konzentration irgendwann. Kann ich mich daran liegen. Na gut, diesmal laufen sie alle scheiße, aber... Ach nein, fall gegen die Palme, ey! Oh, Hirsche, die arme Palme, Liebster! Ach Mann, ey, ich weiß, ich wollte auch dieses Jahr in Urlaub, aber so nah an den Palme auch nicht. Das natürlich die Abkürzung hier, so dumm wie ich bin. Ach, das hilft natürlich. Shit. Ich hab's auch gerade verpasst, glaube ich. Na, ich hab sie genommen, aber scheiße. Ach, ja, hab auch verpasst. Ach, verdammt, da könnte ich mal... Vorne, dann bin ich mal wieder fünf Fehler. Ah, ich sehe nichts, dass da. Ah, Kirsches Auto. Ah. Oh Gott, ey. Ja, gut, jetzt bin ich zu schnell aus der Kurve raus. Kirsches Auto hat mich mal völlig irritiert, ey. Alter. Was nicht mit einem Gerät, dass du ihn siehst oder was? Ich hab nichts gesehen, ne? Kirsches Auto war am Weg. Das ja, ich eben. Das ist echt wie so eine Gummi-KI. Ich komm immer näher an die Rande, aber ich komm nie vorbei. Der hat mich völlig irritiert, der Kirsches. Ja, vielleicht. Vielleicht bin ich ja gar nicht Diebster, sondern ich lass einfach fahren, genau, so wollte ich sagen. Ich lass die KI fahren. Ich guck auch nur zu hier. Nee, hab ich jetzt gerade keine Lust drauf. Das ist ja enttäuschend. Das würde auf jeden Fall vieles erklären. Denk an die Palme hinterm Ziel, gegenfahren. Ich glaube nämlich auch, dass ich hier irgendwie Gummiband-KI heute fahre hier, keine Ahnung. Ah, war das schlecht. Ja, Platz 5 wie immer, ha. Der Flow fehlt ja mal völlig hier. So, die Palme, ich krieg die Palme. Bam! Keiner hat sie mitgenommen. Ich hab die mitgenommen, ich hab die letzte mitgenommen. Ich wollte die vordere nicht. Ja, die Palme hab ich auch erwischt. Na, ich hab gleich die hinterm Ziel genommen. Ja, du bist ja auch langweilig. Mann, war das ein enttäuschendes Rennen auch. Völlig kacke. Ach, jetzt fährt der schon außen rum und ach, nee.
Aber Kürze, wieder fünfter. Spannend jetzt gewesen. Durch deinen Unfall, durch mein vergessen. Aber immerhin, ich hab's geschafft, die auf Palme zu erwischen. Ne, ich nicht. Wen habt ihr gar nicht gesehen? Ich war schon einer. Das ist durchsummer gefahren, das reicht dann. Du bist Zweiter. Ach Mann, ey. Ja, nee, diesmal warst du etwas mehr besser als ich. Ja, aber ich war auch zweit. Da bin ich auch schon gegen Palmen gefahren und sonst was. Oh. Am Anfang lief's doch gut, ey. Da war ich auf Platz 3, da hätte das Ende auch zu Ende sein sollen. So, was haben wir jetzt Schönes? Oh, wir haben. Oh, mit dem Ferrari F50. Oh, das Auto ist so gut. Sieht so geil das aus. So, fahren kann ich damit irgendwie nicht mit der auf dem auf der im Spiel hier. Der hat das absolut beste Handling, ey. Der ist so. Echt? Der rutscht so nervig. Der ist geil, Mann. Wirklich. Alter, der bricht aber nur aus. Vielleicht wird Dennis mal wieder Erster, wenn bei ihm der Wagen nicht so rutscht, der Cheater. Nee, also bei mir ist ja der Oberhammer der Wagen. Weißt du, was ihr dafür Probleme habt? Werden wir jetzt sehen. Jetzt gewinnt Kirche trotzdem, oder nicht? So, F50. Das Auto ist nicht so gut und dann gewinnt er trotzdem. Der ist sogar, der ist sogar standardmäßig in Rot. EA hat mal was richtig gemacht. Ich hab hier noch ein Modell Ferrari 50, der ist tatsächlich gelb. Ich hab ein Gelb gemacht, weil die ihn alle in Rot nehmen. Ich fahr auch ein Gelb, weil, wie gesagt, ich hab hier noch so ein Modellauto stehen, Ferrari 50. Gelb. Ja, der ist ein Gelb. Kannst gleich in die Mülltonne schmeißen. In eine gelbe Tonne, oder? Naja, in der Biertonne macht das, glaube ich, auch ganz gut. Komm, oh, das steuert's ja. Das machst du sonst nicht Auto. Hallo, du glänzt sonst mit dem Handbrake. Ach Mann, was mache ich denn hier? Oh, letzter! Das ist mal ein Sprung gewesen, Alter. Alter. Immer letzter, ey. Was mache ich denn hier? Wieder hier dran vorbei. Oh, Stevie, bleib hinten. War das die richtige? Nein, das war nicht die richtige Stelle. Ah, ich verwechsel das immer. Ah, oh, Scheiße! Oh, aber der Wagen ist so gut, der kommt da trotzdem rum. Oh nein! Hat sich aber Kirsche sofort zum Nutze gemacht. Das ach, was jetzt passiert? Na, jetzt. Ach nee. Was passiert, Liebster? Ach. Ich bin nach irgendwo gegengefahren und kam nicht mehr weg und Reset hat nicht geklappt. Oh. Das wäre ich letzter. Oh, jetzt bin ich letzter. Luchi, was ist denn jetzt auf einmal hier? Ich vom Ziel stehen bleiben, werde ich letzter, passt schon. Nein, dann du das tust, dann bleib ich ausgehen, ganz ehrlich. Das ist mir egal in der Zeit. Dachte ich nur, wie lange? Ich bin aber Vorkirche. Aber ich höre seinen Motor sehr laut. Also wenn, dann will ich dich im Rennen überholt haben und nicht so eine Scheiße erleben. Ja, es kommt! Nein! Es kommt! Gott, ey, was für ein Mist, habe ich jetzt 10 Sekunden verloren, bis zum. Nein, du sollst hinter mir bleiben, Kirsche. Ja. Ja, das ist. Kirsche, setz ihn mir unter Druck, dass du nervöser wirst. Na, er ist ja schon der vorne. Macht er den Fehler. Oh, jetzt hat Kirsche einen Fehler gemacht. Das hat ganz schön geknallt. Naja, es hat bei mir ganz schön geknallt an der Wand. Ja, es ist berührt, aber war nicht so schlimm. Ja, also. Der Netcode ist wieder on point. Der Netcode hat gesagt, du hast da voll. Bam! War so klar. Das war so klar. Und da passiert. Scheiße, warum fahr ich das? Ja, ach, du hast König gekriegt, da bist du gegen das Ding gefahren, okay. Oh, ich bin mal nur noch Kriege, wenn das wäre, ist ein geiles Comeback hier. Oh, das ist ein Race diesmal mit ihm hier. Oh, Alter. Was ein Race. Prometa! Er bremst sich mal! Ah, da bist du besser rumgekommen. Bleib hinten, Mensch! Nein! Oh, kann das scheiß Rennen nicht jetzt zu Ende sein hier? Nein! Kann noch eine Weile dauern. Ah, scheiße! Ich habe mal gut mitgehalten, das muss ich mir loben. Oh nein, jetzt überholt er mich da kurz vom Ziel, das kann doch nicht sein! Boah, ihr wart ja auch alle sehr dicht dran, what the fuck? Ja, die waren alle hinter uns. Alter, das hab ich gar nicht mitgekriegt, ich war so auf Kirsche fixiert. Alter.
Boah, das war ein intensives Rennen. Leider nicht geschafft. Das finde ich, mit dem bin ich auch zufrieden jetzt in dem Rennen. Oh nein! Oh, das kann doch nicht die Möglichkeit sein. Aber nach dem Crash da, wo ich locker da stehen geblieben bin, deine blöden Gasse da... Bei mir ist auch sowas ähnliches dabei passiert da vorne. Ich habe die Abkürzung verpasst und alles. Der Sieg gehört dir. Ah, das ärgert mich. Das war noch ein Comeback-Sieg da noch. Aber ich habe die bessere Höchstgeschwindigkeit, wenigstens das. Aber an Leut gehört immer wieder dran, das ist so echt auch mal mehr fahren durch. Ah, Jonathan war noch schneller. Also vom Top 10. Wollen wir doch ein Lenkrad mal kaufen, vielleicht läuft das dann besser, mal gucken. Ja, einen als Leuti, aber nochmal drei als Demon. Wir fahren das jetzt nochmal, aber diesmal mit dem HSV-Coupé. Aber nicht rückwärts gespiegelt, sondern vorwärts nochmal so. Ja, das ist, weiß ich. Aber halt diese Strecke. Mit dem HSV-Coupé. Australisch. Achso, HSV-Coupé. Oh, nee, den Gelbart, Alter, schwere. Eigentlich wollte ich einen Rot haben, ja, jetzt ist egal. Ich hab die Farbe nochmal schnell gewechselt, mein ich wollte Spiel nicht ist in Gelb. Gecrashed. Was? Das heißt, wir müssen warten, oder was? Ja. Sein PC hat Jonathan nicht liebte. Oder ich nehme den in grün, das ist natürlich auch die Idee. Können wir wählen? Nein, Jonathan ist gecrashed. Das dauert ein bisschen, bis das Spiel wieder da ist und Server connected und so. Dann nehme ich ihn nachher in schwarz, wenn er wieder da ist. Ich nehme meinen grün. Mal ich nehme den in grün, das ist, Weil mal ein paar Flugkilometer über Ziellinie fahren, ne? So ist das. So, bin wieder da. In schwarz. Warum gibt's hier kein Auto in pink? Das finde ich sehr enttäuschend. Ja, ich auch. Können wir ja noch einen. Ich muss auch immer in pink fahren, wenn es verfügbar ist. So der BMW M5 das in pink, das muss doch sein. So ein alter Inchoke, ey. Als wir damals, als Konzern betrieben haben mit einer Freundin bei Need for World, hat es mir hier pinke Fahrzeuge gehabt. Deswegen habe ich auch mal einmal halb pink gefahren. Die mache ich das auch in der Regel. Immer in pink. So ein schöner BMW M5 in pink, was spricht dagegen? Eigentlich doch nicht viel. Ja, nix. Ja, eben. Vor allem Pink Metallic sieht nicht geil aus. Pink Metallic. Oh nein. Was mache ich denn hier? Nix Metallic. Ein richtig schönes, solides Pink. Ja. Und ich finde den Metallic ganz geil. Solide, keine Reflexion, gar nicht, keine Farbe. Einfach nur solide Pink. Richtig glänzend mit Glitter und so. Ja gut, da kann man noch drüber reden. Ja oder halt Pferdglanz meinetwegen. Noch ein paar Regenbogen drauf. Das hast du quasi mit Pferdglanz. Dass er das Auto so untersteuert. Ich erinnere mich. Das sind aber alle gegen gefahren. Bloße Bude. Habe ich gleich Kirsche sowieso wieder hinter mir, weil mein Auto untersteuert. Warum bin ich hinter dir? Du hast Kirsche sowieso gleich wieder hinter dir. Freu dich doch. Was war das denn los? Der fährt sich ganz schön scheiße. Da bin ich aber gedriftet. Ja, ich auch, aber Halleluja, ey. Aber ich hab ihn abgefangen. Hier, die Kurven ja gar nicht hier. Ich hab auch abgefangen, aber es hat mich massiv Speed gekostet. Nee, da hab ich Glück gehabt. Nee, diesmal krieg ich Prometheus nicht in dem Rennen. Du bist ja so mehr momentan näher an Platz 5, Platz 4 als ich an Platz 5. Hirscher, geh weg. Aber der untersteuert nicht noch. Nein! Ah! Hirsche, bist du auch so rumgefahren bei den Bäumen? Ist dir wer Platz 4 ist? Nein. Ach man! Wenn's so weitergeht. Noch. Na, ich werd wohl lieber Letzter. Ich werd immer Letzter, wie es aussieht. Dann sollte Stevie jetzt fokussieren, dass er es auch bleibt. Schön Fokus auf die Strecke. Ich häng sowieso gleich an einer bestimmten Stelle fest. Oder bleib lieber an der Wand. Oh stehen. Mann! Das war ich gar nichts. Der untersteuert mich zu krass, ehrlich. Wirklich jetzt, Karre, was machst du hier? Lachtschiff sein. Bin überrascht, dass mir noch keiner überholt hat auf meinem ersten. Nein. Ja, Kirche ist ja Vorletzter. Ja, genau, was ist denn? Also, nein, los? Nein, was zum... Ich stehe und er rutscht weiter immer mehr mach ein. Da vorne. Das ging mir aus, dass du nicht. Warum hattest du nicht gerade? Ihr scheint auch Probleme mit dem zu haben. Das ist beruhigend. Ich hab auch Sechster. Ich bin gleich an meinem Ziel, cool. Die Karre macht Sachen, die nicht sein müssen. Ich bin nämlich gerade Dritter. Ja, weil die Karre Sachen macht, die
keinen ja, Sinn ergeben. Probier doch mal nicht. 1,7 Tonnen du ist. Also dieses Rennen ist ja zum Kotzen. Ich bin so froh, dass dieses Entwicklerstudio pleite gegangen ist, wenn man solche Karten einfügt. 1,7 Tonnen. Ja, kein Wunder, dass das Entwicklerstudio pleite gegangen ist. Das ist die beste Entscheidung, die passiert ist. Ja, wenn man Karren, die sich eindrehen aus unerklärlichen Gründen, ja, 1,7 kann man auch Tonnen. Nichts entwickeln. 1,7 Tonnen haben halt eine Gewichtsverlagerung überall hin. Ja. Dennis, wie wär's, wir fokussieren? Ich bin Letzter. Ah, dann hast du dich nicht fokussiert. Ja, geht nicht. Da hast du dich darauf fokussiert, Letzter zu werden. Das ist nämlich falsch. Ja, meine Karre dreht sich lieber an den Wänden ein. Ich fahre auch eher auf zwei Rädern teilweise, ey. Ja, mein Bremsprung verpasst und dann nicht in der Wand und dann fahre ich mit zwei Rädern weiter. Das ist ja echt. So, ja, ich krieg sogar noch die 100 hier. Eine also, das ist ja ohne. Ach, jetzt. Das will ich nicht. Come on, ey. Doch, ich will nicht am Ende. Ach komm, erst oh, will ja, okay, das kann ich hol mich doch endlich. Wir sind schon gleich wieder am Ende. Ich fahr so das Fleck hier. Ich will nicht, dass du mich überholst. Sag, Leruti ist diesmal Zweiter. Das ist ja ganz anders ausgefallen als erwartet. Oh, fast hätte ich Jonat noch gekriegt. Scheißdreck hier. Daraus wird nichts, hab ich doch gesagt, Tomete. Oh, Mensch. Ach, Mann, ich krieg die Kurven nicht, ey. Diebster ist vorne, weiter vorne und nicht gegen die Wand fahren. Oh, Mensch, in den Aibobit war ich so gut und dann war es alles wieder im Arsch. Ich hab so einen dummen Fahrfehler. Da war aber auch noch ein Rennen da vorhin, ne? Uiuiui. Ich war echt eine große Zeit lang Dritter. Glückwunsch, ja. Du bist Dritter. 0,005! Ja, das war eine interessante Nummer da zwischen euch. Weil das mit den Dritten, das ist. Das ja, Platz 6 und 5, Platz 6 und 7 ist. Ich erwischt, wenn ich die Bremse nicht betätigt hätte. Weil ich würde es mal so sagen: Mein höchster theoretisch erreichbarer Platz ist sowieso der vierte. Oh. Also das war echt gar nichts, dieses Rennen. Vorwärts zum Spiegel. Na, und wieder mit meinem Lieblingsauto, den F5. Eine Reifenlänge vor CDNC haben wir wieder gerettet. Den F50? Hätte eigentlich Leo. Nicht gemacht, aber da ich die Bremse gedrückt hätte, war es halt so. Wieder F50. Dann machen wir jetzt nochmal schwarz. Hallo, ja, 900 FPS, ob die ausreichen? Ich muss den in Gelb fahren, es fährt in Radzwang. Dass jeder ignoriert mich, das sag. Ja, und los geht's. Das war ja echt ein mieses Rennen eben, ey. Kann nur besser werden. F50 liegt im Kirsche nicht. Aber gewinnt trotzdem damit. Das war interessant. Hallo Wand! Ja, hallo eindrehen! Tschüss, Leute! Aber der lenkt richtig gut rum. Oh Gott, oh Gott, was? Hallo! Oh, was denn das ein Baum? Was zum Henker macht denn die Karre hier für eine Kacke? Dennis, ich bin gerade geflogen. Meine Fresse. Ohne zu fallen. Ach, Alter. Scheiße. Jetzt kommt hier ran, Alter. Der ist doch untersteuert. Dennis, das musst du dir mal mein Video angucken, wie ich geflogen bin, ey. Das habe ich noch nie geschafft. Wer auch immer das ist, bleib hinter mir. Sofern deine Ketzerkarte auf. Ey, ich bin hinter dir. Ja, dann hinter Jonas diesmal, also. Ich bin ganz weit weg. Hat Need for Speed 4 auch aufgenommen eigentlich? Ja. Cool, weil ich mal wissen, wie du dir gefahren bist. Also, trotz alledem. Ah ja, da hat irgendwie einen Fehler gemacht. Das ist gut, das ist. Ja, jetzt habe ich auch einen Fehler gemacht. Bei den Übungsfahrten, ne, da war ich besser als Jonas. Beim Renntag 10 Sekunden langsamer, konstant. Ja, ich wollte aber in 4 Runden dran lieber runter. Deswegen fand ich den Need for Speed 4 Renntag ja so frustrierend. Wieso haben wir eigentlich Wine Country? Das, ja, wie fahre ich denn hier lang? Die ganze Zeit da saß rund. Wartet nämlich, welche Strecke wir als letztes fahren. Das war der ganze Grund, warum ich den Renntag so frustrierend fand. Dass das so eine Katastrophe war, wie man sich nicht mehr wegdenken konnte. Scheiße! Platz 5 hier? Ja. Da muss ja wieder ein paar Sekunden aufholen nach dem letzten Rennen. Auf dem Meter. Ärgert oh Gott! Ehrlich. Nein! Noch. Voll überschlagen. Oh Gott sei Dank. Haben wir aber auch keinen Mist gehört. Ich habe auch diese scheiß Reset-Knacht, das funktioniert sowieso nicht. Kannst du vergessen. Ich muss mal ohne. Reset hast du nicht. Ja, klappt halt nicht. Kannst belegen und
So. Ja, das Rennen hätte ich gewinnen können, wenn ich diese Scheiße... Ich hab bei diesen Blöden... nach dieser langen Gerade, wo dieses Schild da, da musste ich bremsen, dass ich da nicht rein untersteuere. Ja, so eine Scheiße. Aus dem Wald raus, halt eben die Rechtskurve, ja, ich hab's gesehen. Oh nee, jetzt überhol mich nicht noch, Liebster oder... Nee, ich bin weit, weit. Nee, doch, du warst das. Ach, ich hätte Vierter werden können, ich hätte echt so schwören können, dass der da mit Vollgas rum. Ich hab schon mitgehalten, aber meine Karre meinte sich mehrmals zu beschlagen, zu drehen. Zwei Sekunden hinter Hintermeter. Das hätte ich erster schaffen können, Man hätte ein Unfall nicht sein müssen. Warum rede ich eigentlich? Keiner hört mir sowieso zu. Doch, wir hören dich schon. Doch, wir hören dir schon zu. Das war nix. So, was haben wir jetzt? Aber das letzte Rennen schon. Weinkampf. Ich wieder mehrere Runden. Wie immer. Ja, es sind 7. Wobei, wenn ich jetzt mal so ehrlich bin, die Rennen laufen theoretisch XK, nicht schlechter als vorher. Also sonst, das Problem sonst ist jetzt auch, halt, dass Larity und Hirsch dazugekommen sind, die ja sowieso besser sind als ich. Ist immer Jaguar. Ja. Jaguar. XKR. So, den nehmen wir natürlich in. In lila. In grün. Ich hab den diesmal in Standard. Nimm ihn lila. Ja, jetzt den lila mit lila? Cool. Alle hier leer auf. Ja, ich hab diesmal mal Standard. Dann habe ich wenigstens das Feeling, als hätte ich einen Ferrari unterm Arsch. Dennis, ich muss sagen, beim Start bist du immer langsam irgendwie. Das ist Absicht. Keine Ahnung. Kann mir eigentlich nicht so viel falsch machen. Eigentlich nicht, aber. Denk mir nur auf. Weil das ja hier Vollgasstart sind eigentlich. Ja, aber immer kommt es eigentlich dran. Keine Ahnung. Vielleicht bekommt der als erster Start kein Startmalus oder andersrum, die hinter starten den Bonus. Windschatten, nur beim Start. Ja, genau. Das fehlt bei dem Spiel hier. Das wäre doch mal ein sehr interessantes Feature. Die ersten 100 Meter sind Windschatten, danach wird er deaktiviert. Ich hab Jonas ja auch DRS eingebaut. Ja, kann auch sein. Überholt Klopf. Ich hab auch Nitro dran, was denkst du? Hast du das nicht? Das sowieso, das hast du ja sowieso mitgenommen. Hat Eddie DR eingebaut. So nett ist Eddie ziemlich nicht. Gut zu dir vielleicht. Hast du die richtige Reife oder fährst du so gut? Der ist voll gut. Nee, ich hab die falschen, ich werd schon wieder überholt. Ja, jetzt überholst du mich, weil mein Auto umgekippt ist. Hat ja aber nicht viel ausgemacht. Er ist leicht gekippt, aber es reicht schon, dass du vorbeikommst. Ja, meine, das ist Kirsche jetzt schon wieder. Moment, das ist der Kirsche. Ich sehe das auch gerade. ja gut. Da er auch ein rotes Auto hat, wie fast alle. Ja. So verwirrt man den Feind. Liberty ist auf Platz 5, was ist denn da los? Oh, ein paar Fehler gemacht. Oh Gott, 7 Runden. Na, da kann sich Kirsch jetzt ja absetzen. Kannst du noch ein paar Fehler einbauen, dann ist das nämlich ganz knorke. Ich will alle ein paar Fehler machen. Ich habe meine Fehler auch schon durch für heute. Also vor dir will ich zumindest es sein, Jonah. Nee, es muss auch mal anders werden. Das ist auch schon oldschool, dass du mal vor mir bist. Es reicht schon, dass du bei Need for Speed 4 mal erster bist, weil ich in Need for Speed 4 nur noch wie der letzte Henker fahre, wenn der Renntag ansteht. Finde ich eigentlich ganz passend mal. Ja, findest du gut, jeder so sein Spiel. Ja, findest du ganz gut, ne? Du hast nice, wo du erster wird, Kirsche hat HP 2. Ja.
hätte auch gerne ein Spiel, wo ich Erster werde. Boah, was ist das denn für eine Untersteuerung? Da hast du deinen Fehler, Jonas. Hat noch nicht ganz erreicht, mach mal nochmal. Oh Mann, ich unterschätze das, wie scheiße die Autos sind. Die sind noch schlechter als gedacht. Totale Konzentrationsphase. Alle sind gut, ja. Keiner sagt was. HP2 sollte ich nächstes Mal doch üben. Das macht mich dann doch ein bisschen schneller. Aber da bin ich gerade Letzter, das geht eigentlich nicht. Lass doch Stevie auch mal ein bisschen Freude. Ja, ich. Ja, lass ihm doch mal die Freude. Ja, ich weiß, dann. Hätte mich noch fast gehabt. Erster, Stevie Zweiter. Oder ja, so weit kommt's noch zu mir. Genau. Doch bitte nicht tippen. Ja, das Auto ist scheiße, das ist jetzt auch realisiert. Ich schon habe versucht, den Sensor zu schalten, aber es geht einfach nicht. Ist. Nee, hat er nicht, das ist ein scheiß Auto. Ach man, diese Kurve krieg ich nie. Der fünfte Gang ist auch gefährlich, denn solche Geschwindigkeiten kann das Handling von dem Auto gar nicht handeln. Hirsche, du musst mal in den ersten schalten und nicht hochschalten. Und dann weiterfahren. Das wäre gut. Das könnt ihr bei Nice mal machen. Ich frag mich, was das Limit von Rückwärts landen ist. Kannst du ja mal ausprobieren. Ach, jetzt mal wieder Baby überholt. Ah, ich setz mich von Jonas ab. Ja, dann ist der Dienstag überhaupt. Wieso sehe ich ihn nicht? Ja, ich bin halt kurz überholt worden hier. Ich versuche wieder ranzukommen, aber. Das ist doch nicht weiter. Ja, ich war so knapp hinter dir und ja gut. Zwei Rennen sogar vor dir und jetzt ist die wieder davon. Wieso? Ja, weiß ich nicht. Autos langsamer, da bin ich immer ein bisschen besser bei langsamen Autos. Ich bei Nice 2 auch immer, aber fahr ich mal ganz vorne mit. Wie geht jetzt diese Kurve an, ohne dass es auf dem Rest ist? Mit der guten alten Brennpappe fahr ich auch immer gut mit. Vollgas in die Wand dann ist. Ja, das habe ich letzte Runde gemacht, das hat nicht gut funktioniert. Ja, das hat jetzt besser funktioniert. Schade. Ja. Hat sich ja auch nicht geschafft. Ja, aber für dich reicht's trotzdem nicht. Also, ja. Ich lass das jetzt mal unkommentiert. Du hast aber was gesagt, also hast du es kommentiert. Ja, ab jetzt nicht mehr. Du hast auch immer was noch was gesagt. Auch das ist eine Aussage. Naja. Naja, aber aus der man etwas schließen kann aus dem Geräusch. Ja, ich glaube, ich sollte den HP2 nur noch nachfahren, dann läuft das besser. Nur noch was? Nur noch nachfahren. Darf ich mal gemein sein? Du fährst uns doch nach. Nachfahren möglichst nur, ich weiß es nicht ernst gemeint, aber trotz alledem, nachfahren möglichst nur dann, wenn du tatsächlich nicht könnt, ne? Ja, natürlich. Nee, aber die Sache ist halt die, letztes Mal, wo ich nachgefahren bin, das ist wirklich gar nicht so schlecht. Weil es macht die Auswertung wesentlich leichter, wenn möglichst alle da sind. Also ich weiß jetzt noch nicht, ob du schon geguckt hast, aber das eine Rennen, das war ziemlich gut. Aber kann ich ja jetzt machen, wie es aussieht, weil... Ach stimmt, da hatte ich sogar gewonnen bei dem einen Rennen, ne? Ihr habt mir ja gerade gesagt, dass Ford sowieso nicht nachfährt, ne? Nee, da wird wahrscheinlich nicht nachfahren, denke ich. Hör, was ist denn hier los? Warum schenkst du mir den ersten Platz, Kirsche? Ja, ich wollte das im ersten Gang fahren, mal probieren, war scheiße. Das war anscheinend nicht so sinnvoll, ne? Ah, da mache ich natürlich wieder aber Fehler. Da du mich ständig absetzt, wirst du sowieso in den vielen Runden bald wieder an mir dran sein. Also von daher habe ich davon nicht viel. Das ist das Problem. Nee, also letztes Mal beim Nachfahren, da lief ein Rennen wirklich gut. Also ich weiß natürlich nicht, wie gut die anderen waren, aber... Ja gut, dann kann ich ja ab jetzt zwei... kann ich ja die Auswertung machen. Ich glaube, dann haben wir alle nachgefahren. Ja. Ich glaube, dann sind wir alle durch. Vom letzten Mal. Alle durch.
glaube, dann ist doch auch nice durch, ne? Dann nur, na, oder wolltest du wolltest definitiv nicht mehr nachfahren, ne, Jonas? Genau. Okay. Sicherheitshalber nochmal nachfahren, dann kann ich die Auswertung ja machen. Weil du die, weil du Windschattenbonus nicht hast auf der Rennpappestrecke. Hast du das schon mitbekommen? Natürlich, ich kenne doch die Strecken und die Autos. Ach so, hast du gesagt, ah, das wäre, ja gut. Kannst du jetzt schon denken, ne? Ja. Ja. Aber wenn du die KI auf 100% stellst, vielleicht... Ja, aber das ist auch mal die Idee tatsächlich. Dann, dann kannst du... ja gar nicht so schlecht. Ah, dann kannst du ja auch den Windschatten benutzen von der, genau. Ja, aber das finde ich... Ja, okay, jetzt habt ihr euch alle von mir abgesetzt, das ist ja dafür cool. Musste man erstmal einstellen, dass die KI ein und dieselbe Karre fährt. Ja, das wäre eigentlich so schlimm. Irgendeiner wird ja schon den Trabi fahren, an den kann sich ja dann jemand anheften. Weil die fahren alle mit Standard-Setup, ne? Die KI. Ja, aber trotzdem brauchen wir unterschiedliche Karren. Wäre cool, wenn die... Nee, ich glaube nicht. Die haben pro Strecke und pro Auto eingestellte Setup. Ja, ich glaube, die fahren das, was du eingestellt hast. Weil ich hatte einmal ein sehr langes Ding und die kamen den Berg nicht mehr hoch. So. Kann man das irgendwie einstellen, dass die KI eine dieselbe Karre fährt? Oder ist das eher... Weil dann müsstest du die Autos editieren. Also für HP2 geht das. Ja, ja, in HP2, ja. Du müsstest die Autos editieren. So wie ich das ja mit dem Deathmatch-Auto gemacht hatte, dass der in der Premium, in der Special-Klasse drin war, so dass der halt keine Waffen hat. Könnt ihr beiden hinter mir mal ein paar Fehler machen? Ihr kommt mir so ein bisschen dicht. Na, Kirsch ist schon wieder dran. Ich schätze mal, das ist Kirsch. Nee, Kirsch ist ja vor mir. Ich rede von Lerutri und Keepstar, glaube ich. Ja. Aber Kirsch ist doch hinter mir, oder nicht? Oh nein, no. Kirsch ist vor mir. Ja. Was hab ich da bitte gemacht? Etwas noch schlimmeres als noch einer. Das bin ja ich. Der Mist, die Musik sollte dich ja wohl freuen, was da gerade läuft. Ja, der hätte eher kommen müssen, der kam, die kam nach dem Fehler. Was hat du denn jetzt? Ja, ich hab den nicht nachvollziehbarsten Fehler gemacht wie. Den man machen konnte. Aber jetzt wird Stevie auch die Abkürzung. Will die mal testen. Ja, ja, aber ich konnte den Satz nicht vernünftig beenden, weil dann der war los, weil sie alle verkarte. Weil den Fehler, den ich damals bei Need for Speed 4 auf der Need for Speed 2 Strecke gemacht hatte, der war noch peinlicher. Also von daher konnte ich den Satz nicht in einem wahrheitsgemäßen Zustand beenden, aber er war zumindest nahe dran, dämlich dumm zu sein. Wie kommt man eigentlich auf eine halbe Stunde? Wir haben jetzt schon eine Stunde dran. Ja. Ich hab geraten. Echt? Das hat ein Lockmittel. Hat sich das echt noch so gezogen? Okay. Ja gut, die Strecke habe ich ja nicht mit der vollen Rundzeit gefahren, aber... Jo, da draußen. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht, weil das ja fast alles Rundkurse waren. Sprintrennen, ja. Du, ja. Aber ich denke einfach mal, weil Wine Country halt die Strecke ist, wo wir die meisten Runden halt haben. Das ist die einzige Rundkurs, die wir gerade haben. Hat sich das, denke ich, noch ein bisschen gezogen. Da macht Kirsche zweimal Fehler. Ich weiß gar nicht, wie ist Schnauze da draußen, was ist denn das da draußen gerade? Ich weiß nicht, ist mein Kampf für die längste Rundkurs? Nein. Nee, ist doch diese truppische Strecke, halt das soll längst, oder? Die ist doch, Palm City Island ist die längste Rundkurs. Also die längste Rundkurs ist auf jeden Fall eine Tropenstrecke, weil die Tropenstrecken ja recht lang sind. Palm City Island. Das war jetzt ja nur eine Idee oder so. Nee, ist Palm City Island tatsächlich. Tropen ist allgemein das größte Gebiet. Keine Ahnung, oder vielleicht daran, weil Jonathan ja einmal einen Disconnect hat, aber das ist auch nicht ewig gedauert. Nein, das ist tatsächlich schon so. Weil Dennis erstmal die Rutschi einweisen musste, das hat so lange gedauert. Ich meinte, nein, ja klar, deswegen ist die Aufnahme auch über eine Stunde lang, klar. Ich wollte da vorbei. Was scheiße, ey. Man kann diesem Auto aber auch wirklich nichts machen. Aber ich verstehe immer noch nicht, aber du hast ja auch komischerweise einen Fehler gemacht. Ich verstehe es nicht. Wie macht man hier Fehler? Du müsst ihr mal normal machen. Kirsche macht den dritten Fehler für den noch. Ja. Er wird langsam nervös hier.
Das macht aber tatsächlich nervös, wenn man die ganze Zeit in einem Rennen steckt. Das ist halt wirklich. Ja, man drückt und so weiter, macht Fehler und damit hinten, genau. So sieht's aus. Aber das ist wie, hey. Du läufst da hinten bei Tometer? Ja, danke, es geht. Also ich sehe ihn zwischendurch, also so leicht. Oh, vorhin war es doch ganz nah dran, wie ich gesehen habe, gerade deswegen. Dachte, wir auch ein Rennen. Da hinten. Aber Kirche, ich mach das mit Automatikschaltung. Ja. Ja, normalerweise würdest du auch manuell fahren, wenn bei dir nicht die eine Taste kaputt wäre, das weißt du. Ja, ich wollte doch wieder ein Rennen, aber er wollte doch damit wieder angeben. Ich wollte doch damit nur sagen, dass ich zumindest trotz Automatikschaltung mithalten kann. Ja, immer schön, wenn nur einer von letzten das irgendwie reparieren könnte, ne? Also, dass du da mit der Taste auch was machen kannst. Naja. Das kriege ich nicht hin. Ich hab mir auch gesagt, wäre schön, wenn. Das ist richtig. Falls es überhaupt noch geht. Keine Ahnung, ich hab von den Bildern System irgendwie keinen Bock. Nee, keinen Bock, genau. Keine Ahnung. Man weiß ja nicht genau, was an dem Schalter jetzt im exakten kaputt ist. Ist es die mechanisch kaputt oder der Knopf? Oder? Er kann damit gar nicht. Wenn er das Ding ja, betätigt, passiert nichts. Mal drücken kann. Normal. Ja, aber er reagiert. Das ist halt nicht drauf. Das ist mal halt mitten in einem Rennen passiert. Der konnte plötzlich. Was war das? Runterschalten? Ja, runterschalten. Das kann nicht mehr runterschalten. Konnte er nicht mehr runterschalten. Das war mitten im Rennen. Ja. Und Kirscher ist schon wieder vorbei. Ich krieg die Krise. Ich glaub, eine der Wippen war das, ne? Dann aber Kirsch ist sehr fehlerhaft. Was meinst du? Einer der Wippen war das, ne? Ja, die Schaltwippen. Runterschalten, das geht nicht mehr. Wie lange hast du das Lenkrad schon? Oh, lange. Ja, dann ist klar, dass es nochmal... Irgendwann geht's da kaputt, was denn? Ich meine, bei mir ist eine Taste ein bisschen Dreck. Was ist das? Ich fange jetzt nicht solche Macken an, die ich so viel hier habe jetzt, weil du hast normalerweise keine Random Physik. Okay, schön. Naja, bis auf gesehen. Bis auf bei Schildern, Dennis. War das nicht bei HP2, wo du so ein Betonschild hattest? Die letzte Runde. Ja, abgesehen von den Dingern. Deswegen fahren wir jetzt ja mit Ghost. Das hatte ich jetzt. Das hat überhaupt keinen Sinn gemacht, dass er gesprungen hat. Aber gut. Bin ich ja schon gewohnt von nicht, dass ich verarscht werde. EA. Ja, mehr als ein Zug voll drei heute nicht. Schade. Physik, die Sinn ergibt. Ich glaube, nach all den Jahren macht niemand mehr an dem Spiel was. Schade eigentlich. Es wäre sinnvoller als. Da sehen auf der Karte. Als die komischen NFS. Ist ja gleich so weit. Ich nicht mal wieder auf der Karte sehen. Du bist irgendwie weg. Nee, du siehst mich eigentlich noch sehen. Nein. Also ich sehe dich zumindest. Ich sehe dich gerade nicht. Achso, nee, jetzt sehe ich dich auch nicht. Dann müssen wir Tomete wieder sehen. Über Karte. Ach, zu viele Fehler wieder gemacht. Wenn ich würde, könnte ich dieses Mal eigentlich den 6 von 7 da ganz groß drauf machen. Weil ich mir den Spaß erlaubt habe, oder was? Hallo, Tomet, ich auf der Karte sehe. Würdest du den Job nachziehen, oder was? Ja. Nee. Ja, gut, bis auf einen Rennen war ich aber 5. Ich weiß jetzt schon, wie ich dieses Thumbnail aussehen lassen werde. Kriegt nur einen 7, leichten... Oder? Nee, es kriegt nur ein leichter Change. Ach Gott, komm her, das ich war ich nur ein Fehler. Ich will da jetzt nicht reinspoilern oder so. Okay. Aber du warst doch diesmal auf einmal Sechster, oder? Nein. Ja, ich war einmal Sechster. Ich war durchgehend Siebter. Wenn ich es nicht einmal reingetriggert hätte und mit Absicht Siebter werden wollte, wäre ich auch Sechster geworden. Und zwar, das war das knappe Zielrennen von Diebster hier. Siebter wieder schief. Da hab ich reingetriggert und extra die Bremse betätigt. Ach so. Sonst wäre ich Sechster geworden. Ja, warum ist es nicht geworden? Reingezwickert hat.
Ja, warum? Das wäre eigentlich nicht verkehrt gewesen, wenn du nein, Auto, auf den siebten nein. gezogen hättest. Weil wenn er zwei, wenn er einmal auf dem siebten ist, ist als wäre er zweimal auf dem sechsten, dann bin ich wieder im Schnitt besser. Ah, ja, wieder relativ kurz vorm Ziel, ne? Wo war denn der Jump-Pack überhaupt jetzt gewesen? Nicht, dass wir nochmal kurz. Nicht so rausrutschen, was machst du denn, Karre? Im Prinzip ist es jetzt egal, weil da ist das Ziel. Also ich hatte ihn offensichtlich diesmal nicht. Ich kann auch Tini hier warten. Diesmal hat er den Jump-Pack also nicht gemacht. Na gut. Jump-Pack? Wo ja, nee, Bug kann man es nicht nennen, aber. Naja. Komische Physik. Ich meine, habe ich Lou die ganze Zeit auf der Karte gesehen, ich meine etwas, aber. War viel zu langsam. Ach, Diebster ist schon fertig, oh Gott. Ja, ich hab die. War hinter den anderen nicht so weit weg, diese aber. Hier immer, ich weiß nicht wieso, aber die muss ich immer berühren. Dann bist du ja diesmal. Ja, ein bisschen Vorsprung. Ja, aber nein, nur für Platz 5, ne? Nein, was mach ich hier? Hallo! Ja, nur Platz 5 heute. Mehr ist hier drin. Das Ding habe ich aber auch unverdient gewonnen, ey. Wir haben alle Fehler gemacht, Dennis. Ich hätte eben gerade. Ich hätte noch Zweiter werden können, hätte ich nicht gerade letzte Runde noch einen Fehler gemacht. Ja. Ach Gott. Okay, das war das mit Abstand schlechteste Rennen heute. Waren zwar alle nicht so teuer, aber. Nee, war auch nicht so toll. Ich hätte gerne noch ein besseres Rennen als die letzten HP2-Rennen. Ja, wir mal gucken, ob wir ein paar Anfänger finden, ne? Das Spiel. Findet sich ja irgendwie nicht! Ja, keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht wieso, aber bei Dennis melden sich nur gute Fahrer, weil sie auch nur das gute Gameplay sehen, das ist scheiße! Na, aber die Rundenzeit war Mann. Natürlich wieder entsprechend bei Cash. Wegen sag ich ja unverdienter Sieg. Weniger Fehler halt, ne? So gesehen passt das. Ja. Okay, das war's ja leider schon.